Vielleicht habt ihr im Rahmen von NFTs schon mal etwas von dem sogenannten Token Standard gehört. Damit ihr wisst, was ihr da eigentlich kauft, wenn ihr den NFTs kauft oder auf welchen Token Standard ihr setzen solltet, wenn ihr denn ein NFT-Projekt starten wollt, erkläre ich euch heute die drei wichtigsten Token Standards. Vielleicht kurz vorab, das hier soll keine tiefe technische Analyse werden, wie man einen Smart Contract aufbaut, sondern ich möchte euch lediglich zeigen, welche Token-ID, in diesem Fall die ERC-Contracts, mit welchem NFT-Projekt aufgebaut werden. Und im Anschluss zeige ich euch auch jeweils ein plakatives Beispiel aus der realen Welt, das ihr vielleicht schon mal gehört oder gesehen habt. ERC steht für Ethereum Request for Comment. Klingt total sperrig, ist es irgendwo auch, müsst ihr euch aber auch gar nicht merken. Wichtig ist zu verstehen, dass jedes NFT und jeder Token, der auf der Ethereum-Blockchain ausgegeben wird, getradet wird, verkauft wird, gemintet wird, völlig egal, immer auf einem sogenannten ERC-Contract basieren muss. Und davon gibt es drei Stück. Der erste Token-Standard, mit dem wir uns beschäftigen wollen, ist der ERC-20. Der wurde 2015 von Ethereum ausgegeben und 2017 in die Ethereum-Blockchain integriert. Bei einem ERC-20-Contract hat der Creator dieses NFTs die Möglichkeit, identische NFTs herauszubringen. Das heißt wirklich, jedes NFT, das auf einem ERC-20-Contract läuft, ist absolut identisch. Die Frage daran ist, wer hat wie viele dieser NFTs in seiner jeweiligen Wallet? Und hier steht zum Beispiel jetzt jeder Dude für eine Wallet. Die NFTs in der jeweiligen Wallet sind allerdings identisch und können untereinander auch getradet werden. Das heißt, technisch gesehen ist ein ERC-20-Contract kein NFT, sondern ein Fungible-Token, wo alle identisch sind und die man untereinander traden kann. Ihr kennt das wahrscheinlich aus der Welt der Kryptowährungen. Egal ob jetzt der Apecoin, Shiba Inu oder Solana, alle diese Cryptocurrencies basieren auf einem ERC-20-Contract. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, was ihr da kauft bei den Cryptocurrencies, dann achtet drauf, ob die Cryptocurrency, die ihr in eure Wallet habt, auch wirklich auf dem ERC-20-Contract läuft. Der nächste Standard, mit dem wir uns beschäftigen wollen, ist der sogenannte ERC-721-Standard oder der Golden Standard der NFTs, wie er aktuell genannt wird. Hier ist der Unterschied zu unserem ersten ERC-20-Contract, dass jedes NFT, das ausgegeben wird, absolut unique und einzigartig ist. Wir erinnern uns, beim ERC-720-Contract war wirklich jedes NFT gleich, man konnte es untereinander traden. ERC-721, hier ist jedes NFT absolut einzigartig. Das heißt, jeder Dude oder jede Wallet kann ein NFT haben. Natürlich können die auch untereinander traden und tauschen, aber grundsätzlich ist jedes NFT absolut unique. Nochmal, während hier unten beim ERC-20 alle einzigartig waren. Ihr kennt das Ganze sicherlich aus der aktuellen Welt der NFTs, bei dem man quasi ein Ape hat oder auch ein anderes NFT und sagen kann, das ist einzigartig, das gibt es nur ein einziges Mal. Hier ist es also auch wichtig zu wissen, wenn ihr auf OpenSea seid oder irgendwo und euch ein NFT kauft, schaut auf jeden Fall in die Details, schaut euch die Token-ID an und stellt sicher, dass es wirklich auch ein ERC-721 NFT ist. Ansonsten lauft ihr vielleicht Gefahr, dass ihr ein NFT in eurer Wallet habt, das euch gar nicht, das nicht nur euch gehört, sondern vielleicht auch mit anderen geshared wird. Also das ist sehr wichtig, schaut auf jeden Fall danach. Der dritte Standard, mit dem wir uns beschäftigen wollen, ist der ERC-1155 Standard. Der kann so ein bisschen beides. Der kann einerseits ERC-721 sein und er kann auch ERC-20 sein. Und der wird höchstwahrscheinlich auch in Zukunft die anderen beiden Standards ersetzen. Das heißt, die unteren beiden wird es wahrscheinlich in Zukunft irgendwann nicht mehr geben. Denn er kann einerseits ein uniques NFT herausbringen, lässt aber gleichzeitig mehrere User eben oder mehrere Besitzer dieses NFTs eben auch zu. Ich zeige euch jetzt mal ein sehr aktuelles Beispiel ein kommerzielles Beispiel einer Marke, die genau diesen NFT-Token-Standard anwendet. Und zwar geht es hierbei um das NFT von Adidas. Wir haben quasi hier ein NFT vor uns, aber gleichzeitig mehrere Owner und Besitzer. Das heißt, aktuell sind es 21.617 Besitzer, die alle dieses NFT besitzen. Wenn wir mal ein bisschen nach unten scrollen hier und uns die Details angucken, dann sehen wir auch hier, dass der Token-Standard ERC-1155 für dieses NFT auch verwendet wurde. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum macht man sowas? Was hat man davon als Owner dieses NFTs? Glad you ask. Denn ich zeige euch jetzt nochmal hier ein Beispiel. Es kann natürlich sein, dass Adidas Folgendes vorhat, dass irgendwann aus diesem ERC-1155, wenn es denn dann genügend Owner eben hat, ein ERC-721 werden könnte und quasi jeder, der früh genug vielleicht hier eingestiegen ist und sich einen Anteil an diesem NFT gekauft hat, der Kontrakt geändert wird und ihr dann früher oder später vielleicht in eurer Wallet ein unique NFT wiederfinden werdet, das nur euch gehört und das dann vielleicht einen blauen Affen oder in welcher Form auch immer ein NFT eben ausgibt, das nur in eure Wallet gehört. Das allerdings geht nur, weil das NFT vorher auf dem Kontrakt ERC-1155 gemintet wurde. Ihr seht also, NFT ist mal wieder nicht gleich NFT. Wenn ihr selber ein NFT erstellen wollt oder ein NFT-Projekt launchen wollt, schaut euch vorher die Contracts an und die Möglichkeiten, die ihr benötigt für eure Roadmap, um auch langfristig das maximale Value aus eurem NFT-Projekt rauszuholen.
Wenn ihr selber in NFTs investieren wollt, schaut euch genauso die Token-ID an, um sicherzustellen, dass ihr auch wirklich wisst, was ihr da kauft. Last but not least, der Klassiker, abonnieren nicht vergessen, denn Evergreen-Content zum Thema NFTs gibt's natürlich immer auf diesem Channel.